Moin, jetzt wär's unser Bärsterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Planet Coaster. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Let's start again. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge haben wir hier fleißig weitergebaut, hier genau an diesem Wasserfall, den ich ja gemacht hatte. Ich kann euch auch nochmal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wenn wir hier anmachen. So sieht der Wasserfall aus, wenn wir den hier anschalten. Und da kann sich ja vielleicht noch der ein oder andere dran erinnern, dass wir hier weiter gebaut hatten. Und ich ja dann erzählt hatte, so, hey Leute, neuer PC und so, ne? Ist jetzt mittlerweile geschehen. Ich bin auch gerade am neuen PC am Aufnehmen. Und ich werde wahrscheinlich das Video auch an diesem neuen PC rendern. Aber es gibt jetzt schon wieder einen Grund, warum dieser PC wahrscheinlich in Kürze erstmal wieder weg ist von mir. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ich habe nämlich ein bisschen Mist gebaut, muss ich sagen, beim Bestellen. Und zwar, ich sag mal indirekt Mist. Ich habe mir von Zotac die Extreme Edition geholt, also die Grafikkarte, und die ist jetzt zweimal verbaut. Das Problem bei der Extreme Edition ist, die Grafikkarte ist sehr, sehr, und ich sage es jetzt nochmal, sehr, sehr, sehr breit. Die nimmt ziemlich viel Platz weg, um genau zu sein, 2,5 Slots. Und das Problem ist, in dem PC aktuell passt nichts rein auf die PCI-Eingänge, außer die zwei Grafikkarten. Und das ist einfach viel zu viel. Ich will eine Capture-Card drin haben. Und eigentlich hätte ich nach meiner Rechnung, hätte das alles so gepasst, wie ich es wollte, noch zwei Slots fast übrig gehabt und könnte da noch zwei SSD M2 reinballern, also noch zwei weitere Festplatten, die von der Geschwindigkeit her unfassbar schnell sind, wo ich dann überlegen könnte, hey, will ich nicht lieber da Windows draufpacken, um nochmal ein bisschen mehr Power hinter Windows zu haben, oder mache ich da nicht lieber meine Spiele drauf, um die Ladezeiten halt enorm zu verkürzen nochmal. So, und da bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir die Grafikkarten auf eine Wasserkühlung umbauen lasse. So, das geht aber in einem Bereich, wo ich sagen muss, einfach so, hey, weil es gab schon Leute, die gesagt haben, so, Kevin, warum baust du deinen PC nicht selber zusammen? Du kaufst dir so einen teuren PC und hast keine Ahnung, wie man den zusammenbaut. Ich muss ehrlich sagen, ich interessiere mich da nicht so für. Ich bin eher so der PC-User, ja, und es gehört auch nicht zur Grundkenntnis eines Menschen, zu wissen, wie man einen PC zusammenbaut. Ich glaube, es gibt genügend Menschen da draußen, die das selber nicht wissen. Ich sag mal so, ein Standard-PC zusammenbauen, ja, das ist auch nicht so das Problem, aber ich sag mal, bei der Grafikkarte den Kühler abzunehmen, eine Wasserkühlung draufzubauen und eine komplette Custom-Wasserkühlung einzubauen, das ist fernab von einer Grundkenntnis, die man besitzen sollte. Dafür gibt es extra Leute, die das gelernt haben. Zum einen hat das auch den Vorteil, dass man versichert ist, ne? Wenn einer das gerne selber einbauen will, dann soll er das machen, wenn er das glaubt. Ich mache es nicht, weil einfach schon der Vorteil, wenn irgendwas schief laufen sollte, und das kann selbst jemandem passieren, der sich auskennt, dass er irgendeine Kleinigkeit verkehrt macht oder so, oder vergisst sogar, einfach weil er irgendwie gerade, ja, es verpeilt hat. Wenn dann was kaputt geht, dann hat man Pech gehabt, weil dann kommt man selber dafür auf. Dann werden die nämlich sagen, so, hey, sie haben die Wasserkühlung selber eingebaut, sind sie selber schuld. Beim PC-Laden ist das wieder eine andere Sache. Sollte da was schief gehen, kommt der Laden dafür auf. Das heißt, ich muss mir da auch keinen Kopf drum machen, ne? Deswegen rein aus versicherungstechnischen Gründen ist das schon mehr als schlau, wenn ich sage, ich lasse das lieber in einen richtigen Laden machen. Ne, dann zahle ich halt einen Hunderter für den Einbau, das ist mir egal, das muss ich ehrlich sagen, bin ich bereit zu investieren, wenn ich weiß, wenn mein PC, der mich ein paar tausend Euro gekostet hat, dann kaputt geht, dann kommt da auch der Laden für auf und nicht ich selber, ne? Da muss ich ehrlich mal sagen an der Stelle, also das hat auch ein bisschen damit zu tun, ne? So, und ja, da sind wir jetzt an dem Punkt, deswegen muss der PC wahrscheinlich jetzt in Kürze irgendwann nochmal weg hier. Keine Sorge, Videos werden natürlich weiterhin kommen. Ich werde dann wieder mit dem anderen PC so lange aufnehmen. Ich versuche das noch vor dem Open-End-Livestream, den ich mit dem lieben Gemba ja zusammen machen wollte, nächste Woche am Wochenende, dass bis dahin die Wasserkühlung endlich drinne ist. Deswegen gibt es auch momentan kein Final Fantasy und so im Livestream, weil ich muss den PC umbauen lassen nochmal. Also die, nicht den kompletten PC, aber die Wasserkühlung muss halt eingebaut werden dann. Ich werde jetzt am Mittwoch, das streamt ja eh der Gemba, werde ich zum Laden fahren, dann werde ich mit denen zusammen besprechen, was für eine Wasserkühlung, also was für Teile ich haben möchte, was wir da denn so einbauen, und ja, dann, wenn die Teile da sind, bringe ich den PC dahin und dann ist der wahrscheinlich ein, zwei Tage nochmal weg. Ist eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich jetzt. Also, wie gesagt, halt besser, ich mache das jetzt lieber richtig von Anfang an mit dem PC, als dass ich das weiter so lasse, weil das Problem ist auch, und da muss ich ehrlich sagen,
Da muss ich echt mal jetzt ein bisschen Kritik an Zotac richten. Die Grafikkarte, dadurch, dass sie so riesig ist und der Kühler, der auf der Extreme Edition drauf ist, so gigantisch ist. Es ist eine super geile Grafikkarte, die gut gekühlt und super getaktet ist und alles. Also, da muss ich ehrlich sagen, die Leute, die mir gesagt haben, ey Kevin, bevor du dir zwei Titan X kaufst, kauf dir lieber zwei Zotac Extreme Edition. Die Titan ist nur für die hohen Auflösungen, also ab 4K sinnvoll, aber davor macht das absolut null Sinn. Muss ich den Leuten recht geben, da fährt man dann schon mit zwei Extreme Edition besser. Aber das Problem ist, der Kühler, der ist so riesig, die sind momentan in meinem PC drinne. Und ihr müsst euch vorstellen, ich nehme jetzt einfach mal ein Brett hier im Spiel, um euch das mal ganz kurz zu zeigen, was ein Problem ist bei mir am PC gerade. Wo haben wir das denn? Ist das, nee, unter Szenerie ist das, ne? Ja, genau. Hier. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal hier so einen, wo haben wir sie denn? Da. So ein Eck, ja, genau. Wenn wir jetzt sagen, das ist die Grafikkarte, ja? Ihr müsst euch vorstellen, die steckt jetzt gerade in dem PCI drinne. So, das Problem ist, hinten geht die Grafikkarte, also normalerweise ist ja eine Grafikkarte, wenn die drinne steckt, so genau gerade. Und das Problem bei meiner Grafikkarte aktuell ist, hinten biegt die sich runter. Die geht wie so eine Banane in der Art ein bisschen. Die ist jetzt zwar nicht so ganz extrem runtergebogen, aber die geht so leicht, so ist die leicht im PC drin, hinten schräg runter. Und da hat der Typ aus dem Computerladen schon zu mir gesagt, wo ich den zusammenbauen lassen habe, ne, da haben die schon zu mir gesagt, so, ey Kevin, das ist nicht gut für die Grafikkarte, wenn die so hängt. Vor allen Dingen, das Problem ist, meine Grafikkarten, die liegen direkt übereinander, das kann ich euch auch mal zeigen. Kein Problem mehr, das kann man richtig gut hier im Spiel machen. Will ich mal ganz kurz erklären, damit ihr das versteht. Also die eine ist so und die andere, die ist direkt so da drüber. Die sind wirklich so dicht beieinander. Die andere, die ist immer 5 Grad wärmer als die andere Grafikkarte, weil die einfach viel zu eng verbaut sind, ne? Und da hat er gesagt, das sind zwar gute Teile, die du bestellt hast, Kevin, aber der meinte halt so, du hättest lieber direkt von Anfang an, es gibt von Zotac eine, die heißt Arctic Storm Edition. Habe ich selber dann jetzt gesehen. Ich habe mich mega geärgert, dass ich da nicht genauer geguckt habe. Aber er hat gesagt, die hätte ich direkt bestellen sollen und ich hätte mir die direkt mit Wasserkühlung einbauen lassen sollen. Obwohl, ich denke aber, das ist wieder so eine Geschmackssache. Er zu mir gesagt hat, es ist auch ganz gut, dass ich die nicht bestellt habe, weil er findet von Zotac die Wasserkühlung, also die Arctic Storm, findet er auch nicht so geil. Es gibt da wohl bessere für die 1080er. Wenn es natürlich jemanden hier gibt, der sich auskennt, könnt ihr mir auch gerne mal so eure Vorschläge dazu schreiben. Ja, die Wand sieht jetzt mittlerweile schon richtig, richtig schick aus. Das gefällt mir wirklich gut. Und dann werde ich mal schauen, dass ich da mit den Jungs vom Computerladen auf jeden Fall was auf die Beine gestellt kriege, dass wir den PC jetzt noch ganz schnell da, was das angeht, auf Vordermann bringen. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir nicht direkt komplett alles custom, wasserkühlungsmäßig auslegen lasse, also CPU und RAM, dass der ganze PC dann einfach komplett mit der Wasserkühlung geregelt wird. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau, Leute. Aber ganz ehrlich, wenn ich einmal jetzt schon in den PC so richtig investiert habe, dann komm, dann kann ich jetzt auch den Rest machen. Dann werde ich mir das jetzt nämlich auch machen lassen mit Wasserkühlung da. Und dann habe ich dafür danach hier eine vernünftige Kiste stehen, bei der ich davon ausgehen kann, da muss ich erstmal die nächsten Jahre nichts mehr dran machen. Weil der ist schon so echt, also der bringt schon ordentlich Leistung auf die Waage, ne? Da muss man ehrlich sagen hier, also das ist schon echt ein ziemlich krasses Teil. Das haben sie im Laden auch gesagt. Die Teile sind wirklich super, super gut. Hinterher ist man aber immer schlauer. Ich hätte die Teile sogar in dem Laden noch günstiger bekommen. Aber gut, ich muss ehrlich sagen, dass ich gedacht habe, okay, Internet ist immer günstiger. Aber da macht sich auch einfach mal wieder bewährt, dass man vielleicht doch ab und zu einfach auch mal in den Laden gehen sollte und nicht nur immer alles übers Internet kaufen. Ist jetzt aber an der Stelle auch nicht ärgerlich. Die Leistung bringt der PC. Ich habe jetzt schon die ersten Videos in 2K hochgeladen. Er rendert super schnell. Also ich rendere an einem 2K-Video mit bester Qualität 15 Minuten. Das ist absolut gar nichts. Das heißt, kurz bevor mein Video online gehen sollte und ich habe es noch nicht fertig, werde ich das zeitlich wohl deutlich, deutlich schneller in Zukunft schaffen. Und ich habe mega, mega viel Spaß. Mir macht das super viel Spaß mit dem PC. Und ja, wie gesagt halt, ich werde jetzt versuchen, noch das letzte Fünkchen da rauszuholen, dass auf jeden Fall die Capture Card am Ende noch reinpasst. Das ist mit einer der Gründe, warum ich mich für die Wasserkühlung jetzt entscheide. Weil ich kann sonst keinen PlayStation und so mehr streamen. Und für mich ist das enorm wichtig, dass ich die ganzen Sachen streamen kann. Also PlayStation und sowas. Weil Capture Card absolutes Muss für mich, ne? Ich bin ein Streamer vom Beruf. Und deswegen finde ich, ist das für mich wichtig, dass ich sowas wie eine PlayStation oder wenn dann im März die Nintendo Switch kommt, streamen kann auf meinem PC.
So, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das auf jeden Fall jetzt auch noch einbauen zu lassen und alles schön abzuwickeln, dass das funktioniert. Und dann werden wir mal schauen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier die Wand schön bewuchert. Und das sieht richtig cool aus. Das gefällt mir echt gut. Also das ist echt eine gute Sache. Das merke ich mir auch mal für die nächsten Parks, wenn ich dann nochmal einen baue. Dass ich hier so die Wände richtig geil mit durchwucherten Pflanzen machen kann. Das sieht richtig cool aus. Hatte ich ja schon letztes Mal gesagt. Und dann sind wir nämlich jetzt mit dem Wasserfall hier bald endlich mal komplett richtig schön durch. Oh. Ja gut, wenn er das dann mal vernünftig machen würde hier. Ja, bitte, hallo? Was macht der denn da? So, dreh das mal vernünftig hier. Oh, sehr schön. Dann drehen wir die noch ein bisschen schräg. So, und dann kommen die Pflanzen hier so schön dran. Zack, sehr schön. Haben wir das nämlich auch. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier unten noch ein paar Bäume hinpflanzen. Da das hier auch mal ein bisschen schöner aussieht, ne? Damit wir das auch mal haben hier. Ich würde ganz gerne mal die Bäume irgendwie einbauen, weil die sehen auch ziemlich geil aus hier, diese Nadelbäume. Kann man eigentlich auch ganz gut hier verbauen, ey. Gefällt mir eigentlich wirklich gut. So, den hauen wir da auch noch hin. Ja, sehr schön. Dann können wir sogar überlegen, dass wir hier noch so ein bisschen das Gebiet nach vorne formen. Oh. Dann muss ich das hier finden. Ah. Oh. Sehr schön. Ja, sieht doch gut aus. Sehr geil. Dann haben wir nämlich jetzt hier den Wasserfall auch so gut wie fertig. Muss ich jetzt nur noch gucken, dass ich hier auch mal ein bisschen mit Grün noch drüber gehe. Machen wir nämlich hier noch mal oben, da so ein bisschen zugemoost ist mehr. Ja, genau. Fällt mir wirklich gut so. Sehr schön. Und dann können wir nämlich jetzt schauen, dass wir hier dann demnächst mal anfangen mit der ganzen Deko und so ein Kram. Hier haben sie sogar schon wieder hingekotzt. Das heißt, hier muss ich auch mal gucken, dass ich dann hier auch mal einen Hausmeister an den Start bringe, der sich dann um alles kümmert. Aber wir kommen mit dem Park immer mehr in die Richtung, dass der bald mal fertig wird. Also da freue ich mich schon drauf, wenn wir den endlich mal fertig haben. Weil ich will endlich das Endergebnis sehen. Ich denke mal, ihr seid da auch bestimmt schon gespannt drauf und wollt das gerne sehen. Ah, okay, hier hinten haben wir noch... Also hier müssen wir auf jeden Fall noch einiges machen. Ich würde sagen, da werde ich mich jetzt auch langsam mal ranmachen, dass wir dann hier alles schöner bekommen, ne? Also, dass das hier auch mal schöner wird, vor allen Dingen. Hier könnte man direkt nochmal schön Bäume hinpflanzen, damit das Ganze hier hinten ein bisschen zugewucherter aussieht. Ja, okay, die würde ich jetzt nicht unbedingt hier hinknallen, aber die Bäume hier, die passen super hier hin. Ja, decken schon sehr, sehr viel ab, dann sieht das hier nicht mehr ganz so grauenhaft aus. So, kannst mal da auch noch einen hin. So, und dann kann man nämlich gucken, dass man hier auch nochmal welche hinverteilt, schön. So, verteile ich die hier schön über das Gebiet. Kommt auch nochmal einer hin. Ja, hier können wir dann auch noch welche hin tun, ne? So, und dann können wir nämlich schauen, dass wir dann hier auch mal in Kürze schön mit Steinen und so arbeiten. Ja, das sieht ja auf jeden Fall schon mal schicker aus dann. So, hier hinten hatte ich ja noch Platz. Hier wollte ich ja noch meine Bahn bauen, die durch den ganzen Park geht. Hier müssen wir dann auch nochmal ein bisschen schöner machen. Ja gut, hier sind überall Mülleimer, das ist schon mal gut. Also die Besucherzahlen, die splitten sich auch so ein bisschen auf, ne? Die Besucher, die gehen halt jetzt in verschiedene Bereiche. Aber hier hinten, hier müssen wir auf jeden Fall noch ordentlich viel machen. Hier hätte ich auch noch eine Idee, da könnte man überlegen, dass man, nee, oder? Doch, gab's, nee, hatte ich nicht das hier sogar? Ich meine, ich hatte so ein riesiges UFO mal, was ich bauen konnte. Da könnte man überlegen, dass man das hier sogar hinbaut. Ne, dann war das unter Szenarien. Ja, dann war das hier irgendwo. Es gab hier nämlich so eine Art Riesen-UFO. Das hatte ich sogar schon einmal verbaut. Da würde ich sagen, das bauen wir nämlich hier hinten nochmal hin, weil das nimmt echt ziemlich, ziemlich viel Platz weg. Ich muss jetzt nur gerade kurz gucken, wo genau drunter das war. Hier ist beides mal der Hund. Da haben wir diesen komischen Gesier oder wie das heißt. Genau. Die UFOs kommen. Oh, hier haben wir nochmal, dass sie so gegeneinander kämpfen, okay. Ist denn ein Riesen-UFO mal gehabt? Ich weiß nur nicht mehr, wo das genau war. Ich meine aber, dass das hier drunter war. Katzhaufen? Nee. Das sind da meine Baupläne. Kann natürlich auch sein. Ich weiß das nicht mehr genau, Leute. Ich weiß es echt nicht mehr genau. Gibt's doch diesen Giant-Roboter-Mantis. Alter Schwede! Boah, Junge, den könnte ich überlegen sogar, ob ich den hier hinbaue. Boah, Junge! Guckt euch das mal an, das Riesenteil. Ey, das wäre sogar voll die krasse Idee. Da könnte ich machen, dass der hier quasi so eine Art Angriff startet. Ja, der kostet einfach mal eben 11.000, aber YOLO, ich habe ja mehr als genügend Geld.
Krass, der hat sogar so einen Kraken im Mund. Mal gucken, wie der sich bewegt, wie der animiert ist. Der hat nur diesen Kraken, dieses Ding im Mund. Das sieht aus wie so eine Zunge, die rauskommt, ne? Ich will das mal sehen, Moment. Ja, das ist wie so eine Zunge, die der dann reinzieht. Hier, passt auf, gleich. Wie geil ist das denn gemacht? Ey, man, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, Leute. Das ist ja mal mega übertrieben. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet. Alter Schwede, das ist so heftig krass gebaut. Also der Typ, der das Ding gebaut hat, Hut ab, ey. Ohne Witz, da mache ich hier unten noch dann, dass sie so gegen den kämpfen. Das wäre doch richtig geil. Ja, könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, das war's auch schon gewesen von der heutigen Folge. Planet Coaster zurück im Starlight Coaster mit diesem riesigen Monster Mantis. Alter Schwede. Mega krasses Teil. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. Der sieht schon echt heftig aus. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Und wer keine Folge mehr in Zukunft verpassen will, der kann auch gerne rein abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder heute um 16 Uhr im Livestream www.twitch.tv/gtimetv. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.